Ich habe im Laufe der letzten Tage so unfassbar viele verstörende Horrorfilme und unfassbar verstörende Dokumentationen durchgeguckt, um euch heute einen ganz besonderen Eisberg bieten zu können. Und zwar habe ich heute für euch den Eisberg der verstörenden und gruseligen Horror- bzw. Dokumentationsfilme. Das bedeutet, wir bewegen uns heute einen Eisberg hinab, der von Ebene zu Ebene immer und immer und immer schrecklicher und verstörender wird. Die Filme zu Beginn des Eisberges werden euch wahrscheinlich noch bekannt vorkommen. Wahrscheinlich werden das Filme sein, die ihr vielleicht auch schon gesehen habt, aber sehr, sehr schnell, schon ab Ebene 3, kommen wir in unfassbar verstörende und widerwärtige Gebiete. Am Ende dieses Eisberges werdet ihr wahrscheinlich denken, dass The Human Centipede oder zum Beispiel Saw nette, freundliche Familienfilme sind. Denn das, was uns in den tiefsten Ebenen dieses Eisberges erwartet, ist grausamer als alles, was ihr jemals zuvor gesehen habt. Also, ich hoffe, dass ihr euch jetzt zurücklehnen könnt, aber eine Sache solltet ihr bedenken. Denn ähnlich wie diese Filme grausam sind und schrecklich, gibt es auch im Internet Leute, die grausam und schrecklich sind und die euch Böses antun wollen. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich einen Partner habe wie CyberGhost VPN. Im Internet gibt es unzählige schreckliche Menschen. Umso glücklicher bin ich, dass ich geschützt werde durch meinen Partner CyberGhost VPN. Und sie haben jetzt ein tolles Angebot, womit auch ihr im Internet sicher seid. Zunächst einmal, ein VPN ist letztendlich ein Service, der dafür sorgt, dass eure IP-Adresse im Internet verschleiert wird. Somit kann niemand euch tracken und auch nicht zurückverfolgen. Ihr bewegt euch also anonym durchs Internet. Nicht mal CyberGhost selbst weiß dann, was ihr im Internet so treibt. Mit Hilfe ihrer mehr als 9000 Servern aus 91 Ländern verschleiern sie eure und die IP-Adressen von über 38 Millionen anderer Nutzer. Das bedeutet, es gibt viele, viele Leute, die auf CyberGhost vertrauen, weil der Service einfach wirklich gut ist. Und ihr könnt das Ganze nicht nur nutzen, um euch eben im Internet sicher zu fühlen, sondern ihr könnt damit auch Geoblockaden umgehen. So könnt ihr zum Beispiel problemlos von Netflix Deutschland auf Netflix USA wechseln und Serien gucken, die es hier sonst nicht gibt, wie zum Beispiel Death Note. Und es wird noch besser, denn mit CyberGhost könnt ihr nicht nur ein Gerät schützen, sondern ein Abo erlaubt euch, dass ihr bis zu 7 Geräte schützen könnt, sowohl eure als auch die von eurer Familie. Damit sind alle sicher im Internet unterwegs. Und ihr könnt es auch auf allen möglichen Betriebssystemen installieren und auf unterschiedlichsten Geräten ohne Probleme. Und das alles kriegt ihr auch noch unglaublich günstig. Denn wenn ihr auf den Link in der Videobeschreibung geht, dann kriegt ihr ein besonderes Angebot, wo ihr 83% Rabatt kriegt. Das bedeutet, CyberGhost kostet dann im Monat nur noch 2,03 € und ihr kriegt noch 4 Monate gratis, einfach so obendrauf. Und das Ganze ist auch noch völlig risikofrei für euch, denn ihr habt eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie. So sicher ist CyberGhost, dass der Service euch gefallen wird. Ich selber bin ein großer Fan von CyberGhost und bedanke mich sehr für die Zusammenarbeit. Also, kommen wir jetzt zu dem unfassbar verstörenden und gruseligen Eisberg. Viel Spaß, und wenn ihr in Zukunft mehr Eisberge sehen wollt, beziehungsweise Ideen habt, was für Eisberge ihr sehen wollt, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ebene 1. Die erste Ebene ist gefüllt mit relativ harmlosen und bekannten Horrorfilmen. Wie bei jeder Ebene werde ich euch versuchen, so gut es geht, die Filme zu erklären und euch zu erklären, warum sie in dieser Liste sind, ohne genauer zu spoilern, was passiert. Einfach, damit ihr die Filme noch anschauen könnt, solltet ihr das denn überhaupt wollen. Freitag der 13. Eine absolut ikonische Horrorreihe ist Freitag der 13. Wir alle kennen Jason Voorhees, den grausamen Mörder mit der Eishockeymaske, der Kinder am Camp Crystal Lake jagt und ermordet. Man muss aber dazu sagen, dass im originalen Film Freitag der 13. nicht Jason das Monster der Handlung ist. Er übernimmt die grausamen Taten erst ab Teil 2. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese Filmreihe für damalige Verhältnisse recht brutal gewesen ist. Aber heutzutage ist sie eher harmlos, vor allem verglichen mit den Filmen, die in den tieferen Ebenen erscheinen. Besonders auch, wenn man an eher dämliche Fortsetzungen wie Jason in New York oder Jason X denkt, wo er im Weltall ist. The Ring. The Ring oder auch das japanische Original Ringu gilt bis heute bei vielen als unfassbar gruseliger Horrorfilm.
Es geht um ein Videotape, welches einige kryptische Szenen zeigt, und dieses Horrortape darf man sich niemals ansehen. Ansonsten klingelt nämlich das Telefon und eine Stimme sagt dir, dass du nur noch 7 Tage zu leben hast. Eine Vorhersage, die meistens auch eintritt. Zwar sagen viele, dass sie bis heute vor Samara oder Sadako im Original panische Angst haben, aber die Filme waren tatsächlich recht harmlos und haben zum Beispiel in Deutschland eine Freigabe ab 16 Jahren. Conjuring. Ein recht moderner Horrorfilm aus dem Jahr 2013, der sehr beliebt ist. Es geht hierbei um die Ermittlung von Ed und Lorraine Warren, zwei Geisterjäger, die es auch wirklich gegeben hat. Im originalen Conjuring werden sie zu einem Haus gerufen, das von einem bösartigen Geist besessen ist, der die Familie terrorisiert. Der Film hat eine gruselige Atmosphäre und einige wirklich gute Jumpscares, aber er wird von niemandem als wirklich traumatisierend beschrieben. Nicht so wie die anderen Filme, die noch kommen. Chucky, die Mörderpuppe. Chucky ist ein weiteres ikonisches Horrormonster. Im Jahr 1988 erschien der Film Child's Play und es geht dort um eine Puppe namens Chucky, die von einem Serienmörder namens Charles Lee Ray besessen ist. Dieser Serienmörder, der durch schwarze Magie in Chucky eingefahren ist, begeht als Chucky weitere grausame Morde und versucht, seine Seele in einen neuen menschlichen Körper zu bringen. Die Filme sind ziemlich brutal, vor allem passieren aber mit Chucky brutale Dinge, aber für mich ist diese Filmreihe überschattet von mehr als merkwürdigen Folgeteilen, wie zum Beispiel Chucky und seine Braut, wo er eine Frau findet, oder Chuckys Baby, wo er ein Kind namens Glenn bekommt, der relativ nett ist. Man hätte bei dieser Filmreihe einfach bei Teil 1 aufhören sollen. Annabelle. Von einer eher lustigen Puppe zu einer wirklich gruseligen Puppe. Annabelle ist eine Filmreihe über die verfluchte Puppe namens Annabelle, die es auch in echt gegeben hat, beziehungsweise weiterhin gibt. Zwar sind die Erlebnisse aus dem Film nicht unbedingt echt, trotzdem gilt Annabelle 2 als sehr beliebt, besonders da er eine extreme Dichte und Fülle an überraschenden Jumpscares besitzt. Ob alle diese Jumpscares wirklich gruselig sind, sei mal dahingestellt, aber als ich den Horrorfilm gesehen habe, musste ich mir an einigen Stellen die Hand vor die Augen halten. A Nightmare on Elm Street. Eine meiner absoluten Lieblinge. Die A Nightmare on Elm Street Reihe handelt von Freddy Krueger, ein Mann, der in die Träume von Kindern eindringen kann und sie dort, wo sie absolut schutzlos sind, umbringt. Der Grund, wieso Freddy zu dieser Fähigkeit kam, ist allerdings von Film zu Film unterschiedlich. In der Neuauflage wird bestätigt, dass er Kinder missbrauchte und deshalb von den Eltern der Kinder ermordet wurde. Im Original ist die Sache aber nicht so eindeutig. Es wird darauf angespielt, dass er Kinder missbrauchte und tötete, aber wirklich klar gesagt wird es nicht. Auch wenn die Beweise darauf deuten, gibt es bis heute eine Gruppe an Leuten, die fest überzeugt sind, dass Freddy in Wahrheit unschuldig ist. Aber ja. Der Film ist stellenweise sehr brutal mit verstörenden Szenen, gerade weil Freddy seinen Körper und die Umgebung nach Belieben verzerren und verändern kann. Scream. Kommen wir zu Ghostface. Das Monster, welches die Slasher-Szene beliebt gemacht hat und dessen Maske in jedem billigen Laden zu Halloween zu finden ist. Es geht letztlich um einen Mörder, der Studenten terrorisiert und mit ihm, teilweise am Telefon, Spielchen spielt. Ghostface ist vielleicht nicht das stärkste oder gruseligste Monster, aber scheinbar ist er ein Wesen, welches einfach nicht sterben kann. Zumindest gibt es sehr, sehr viele Folgeteile. Insidious. Der Horrorfilm aus dem Jahr 2010 namens Insidious zeigt die Lambert-Familie, die mit dem Koma ihres Sohnes Dalton umgehen muss. Während dieses Komas passieren unerklärliche paranormale Ereignisse, weshalb sie sich an die paranormale Ermittlerin Elise Rayner wenden. Insidious ist ein wirklich interessanter Horrorfilm mit einer gruseligen Atmosphäre, der das Dämonen- und Monstergenre auf eine interessante neue Weise behandelt. Es geht nämlich diesmal um die Astralebene, ein merkwürdiger Zustand zwischen der Realität und der Schlafzustandszeit. Manche Leute sind sich absolut sicher, dass die Astralebene tatsächlich echt sein soll und dass auch dort tatsächlich gruselige Wesen lauern. The Grudge. The Grudge oder das japanische Original Ju-On ist ein Film, der von dem Rachegeist Kayako Saeki handelt, die ein Hausheim sucht, in dem sie zu Lebzeiten grausame Dinge erleben musste.
Ju-on hat nicht nur mit der großartigen Performance der Schauspielerin von Kayako neue Trends gesetzt, was Horrormonster angeht, vor allem ihr Gang auf allen Vieren ist extrem beliebt geworden, er hat auch dazu geführt, dass japanische Horrorfilme im Ausland immer beliebter wurden, da dieser Film international ein riesiger Erfolg gewesen ist. Ebene 2. Damit haben wir die erste, recht entspannte Ebene abgeschlossen. Kommen wir nun zu einigen Horrorfilmen, die zwar deutlich grausamer sind und mehr auf Gore basieren als die ersten, aber auch von diesen Filmen habt ihr vermutlich schon gehört. Aber glaubt mir, nach dieser Ebene wird es ziemlich schnell ziemlich düster. Texas Chainsaw Massacre. Der Horrorfilm Texas Chainsaw Massacre oder zu Deutsch Blutgericht in Texas ist ein beliebter Slasher-Film aus 1974. Es geht um 5 Freunde, die während eines Roadtrips durch Texas eine sadistische und kannibalische Familie treffen. Das bekannteste Familienmitglied ist Leatherface, ein Mann, der mit einer Maske aus menschlicher Haut und einer Kettensäge rumläuft und neue Opfer jagt. Dieser Film hat extrem viele brutale, gewalt- und gorelastige Szenen und er wird oft als Begründer der Slasher-Szene bezeichnet. Er war sogar so schlimm gewesen, dass er in Deutschland zensiert und zeitweise indiziert werden musste. Saw. Saw ist meiner Meinung nach eine der besten Horrorfilmreihen überhaupt. Es geht um den Jigsaw-Killer, der sich Opfer aussucht, die in seinen Augen schreckliche Dinge getan haben, um ihnen eine Chance auf ein zweites Leben zu geben. Dafür müssen sie in brutalen und tödlichen Spielen um ihr Überleben kämpfen. Ein Kampf, der meist sehr brutal endet. Die Fallen in Saw sind extrem brutal und blutig. Der menschliche Körper wird häufig auf unglaublich schmerzhafte Art zerstört. Doch während viele diese Filme als simple Slasher abtun, hat Saw auch eine recht tiefe Story zu bieten, mit interessanten Charakteren. Haus der 1000 Leichen. Haus der 1000 Leichen ist ein Film aus dem Jahr 2003. Es geht um eine Gruppe von Freunden, die durch die ländlichen Gebiete Amerikas reisen und dort ein seltsames Museum finden, in dem es um den sogenannten Captain Spaulding geht. Daraufhin stellen sie weitere Untersuchungen an und stoßen auf die Firefly-Familie, wo Captain Spaulding ein Teil von ist. Diese Familie ist eine Gruppe sadistischer Mörder, die Opfer besonders grausam quälen und töten. Der Film schockierte nach der Veröffentlichung viele Zuschauer wegen seiner extrem verstörenden Szenen und seinem recht besonderen Stil. Viele sagen, dass dieser Film wirklich rohe und brutale Gewalt zeigt. The Human Centipede. Was muss ich über Human Centipede sagen, was ihr nicht schon wisst? In dem Film geht es um einen deutschen Chirurgen namens Dr. Heiter, der ein wirklich verstörendes Experiment durchführen will. Dabei näht er Menschen aneinander und verbindet dabei den Mund eines Objektes mit dem Anus eines anderen und so weiter und so weiter. So entsteht eine menschliche Kette oder auch ein menschlicher Tausendfüßler. Nicht nur ist die Idee extrem verstörend, auch hat der Film eine extrem explizite Darstellung, weswegen er bis heute stark diskutiert und als sehr kontrovers wahrgenommen wird. The Hills Have Eyes. Hügel der blutigen Augen oder auch The Hills Have Eyes ist ein Horrorfilm aus dem Jahr 1977. Im Film geht es um die Familie Carter, die eigentlich einen Campingurlaub machen möchte. Dabei haben sie eine Panne in einem abgelegenen Atomtestgebiet. Aufgrund dieser Panne kommen sie dort nicht weg und treffen auf eine Gruppe mutierter Menschen mit kannibalistischen Vorlieben. Auch dieser Film hat viele verstörende Szenen und eine krasse Darstellung von Gewalt. Er bekam jedoch trotzdem über die Jahre einen Kultstatus und bekam so ein Remake im Jahr 2006. Tusk. Der Film Tusk ist kein reiner Horrorfilm. Es handelt sich dabei eigentlich um eine Horrorkomödie aus dem Jahr 2014. Es geht um einen Podcaster namens Wallace Brighton, der in Kanada auf einen Mann namens Howard Howie trifft, welcher ihn umgehend entführt und in ein Walross verwandeln will. Obwohl der Film humoristische Elemente und sehr viel schwarzen Humor hat, zeigt er trotzdem einige verstörende Szenen, die dem ein oder anderen Zuschauer definitiv den Magen umdrehen könnten. Hostel. Hostel aus dem Jahr 2005 ist ein Film, der sich wirklich dem Torture-Porn-Genre der Horrorfilme zugeteilt sieht. Es geht um 3 Freunde, 2 Amerikaner und ein Isländer, die mit Rucksäcken durch Europa reisen.
Dabei gehen sie in eine Pension in der Slowakei. Aber statt Entspannung und Frauen treffen sie dort etwas, womit sie nie gerechnet hätten. Und zwar finden sie sich als Opfer einer schrecklichen Menschenjagd wieder. Es geht um sehr reiche Kunden, die Menschen gegen Geld jagen dürfen. Auch hier dreht sich der Film viel um Gewalt und Folter mit ziemlich grafischen Szenen. Dieser Film ist aber absichtlich provokant und versucht gar nicht erst, die Gewalt runterzuspielen. Midsommar. Midsommar ist ein ziemlich neuer Film. Er stammt aus dem Jahr 2019 und es geht um das Paar Danny und Christian, die einen Sommerurlaub in Schweden verbringen, um dort beim Midsommarfest mitzumachen. Statt aber von freundlichen Schweden umgeben zu sein, bemerken sie schnell, dass sie inmitten eines schrecklichen Kults gelandet sind. Zwar besitzt Midsommar einige brutale Szenen, bei denen viel Blut und Fleisch zu sehen ist, doch in Deutschland wurde er bereits ab 16 Jahren freigegeben. Andere Filme, die wir jetzt schon behandelt haben, waren erst ab 18 frei. Ebene 3. Nun sind wir bei Ebene 3 angekommen. Und glaubt mir, ab jetzt wird es wirklich verstörend. Salo. Salo oder die 120 Tage von Sodom ist ein italienischer Film aus dem Jahr 1975, der auf dem gleichnamigen Buch basiert. Die Handlung spielt während des Zweiten Weltkrieges in der von Italien besetzten Region Salo. Dort wird eine Gruppe von jungen Menschen in ein Anwesen geführt, wo sie von vier Faschisten, die folgende Titel haben, der Präsident, der Richter, der Bischof und der Herzog, auf unfassbar grausame Art gefoltert. Und wenn ich grausam sage, dann meine ich auch grausam. Die Szenen sind extrem explizit, sadistisch und unmenschlich. Der Film war aufgrund seiner verstörenden Natur und der Gewalt in vielen Ländern verboten oder stark zensiert worden. Bis 2011 war er auch in Deutschland indiziert. Dies bedeutet, bis 2011 durfte er nicht öffentlich beworben bzw. nur eingeschränkt verkauft werden. Martyrs. Martyrs ist ein französischer Horrorfilm aus dem Jahr 2008. Im Film geht es um Lucy, ein traumatisiertes Mädchen, welches als Kind gefoltert wurde und nun versucht, Rache an ihren Peinigern zu verüben. Sie möchte, dass ihre Peiniger für das leiden, was sie ihr angetan hatten. Der Film Martyrs ist ziemlich künstlerisch und hat definitiv eine philosophische Metaebene, dennoch muss klar erwähnt werden, dass der Film rohe Gewaltdarstellung hat und diese verstörend mit anzusehen sind. Er ist nicht so verpönt wie andere Filme dieser Liste, weil er eben versucht, wirklich eine tiefe Story zu vermitteln, aber dennoch ist er brutal. Shoujo Tsubaki. Kommen wir nun zurück nach Japan. Bei Shoujo Tsubaki handelt es sich tatsächlich um einen Anime-Film aus dem Jahr 1992. Es geht um ein junges Mädchen namens Midori, die nach dem Tod ihrer Mutter in einen reisenden Zirkus aufgenommen wird. Was erstmal nach Material für eine lustige Zeichentrickserie klingt, wird ziemlich schnell ziemlich brutal. Midori wird misshandelt und erlebt viele bösartige Grausamkeiten. Gerade für ein Anime hat dieser Film sehr klare Darstellungen von Gewalt, Missbrauch und Sex. Gore wird explizit dargestellt. Trotz der künstlerischen Aufmachung ist der Anime nicht sonderlich gut bei Nutzern angekommen. Wer sich für die Story also interessiert, sollte lieber den gleichnamigen Manga lesen. Pink Flamingos. Kommen wir zum nächsten verstörenden Film aus dem Jahr 1972. Im Film Pink Flamingos geht es um die Person namens Divine, die einen besonderen Titel erlangen möchte. Dieser Titel ist The Filthiest Person Alive, also die dreckigste Person auf der Welt. Dieser Film spielt absichtlich mit der Verletzung bekannter Normen. Eine Szene, die sehr gut beschreibt, worum dieser Film handelt und warum der Film in dieser Liste ist, ist die Szene, in der Divine echten Hundekot verspeist, der gerade frisch von einem Hund gelegt wurde. Auch hier gibt es einige Gore-Szenen, die sehr offen gezeigt werden und auch viele obszöne Szenen sind keine Seltenheit. Wer sich diesen Film angucken möchte, sollte definitiv einen starken Magen haben. A Serbian Film. A Serbian Film ist ein relativ neuer Horrorfilm aus dem Jahr 2010. Es geht um einen Mann namens Milos, ein ehemaliger Pornodarsteller, der in schwerer Geldnot ist. Da er keinen anderen Ausweg sieht, nimmt er ein Angebot an, wo er scheinbar an einem Kunstprojekt mitwirken soll. Dieses Kunstprojekt ist jedoch nichts weiter als ein ekelhafter, sadistischer und gewalttätiger Porno. Milos wird gezwungen, Teil dieser Perversion zu werden.
Dieser Film ist vor allem so schrecklich, weil er nicht nur Gewalt und Missbrauch zeigt, sondern auch Kindesmissbrauch offen thematisiert. Auch dieser Film musste nach dem Erscheinen in vielen Ländern zensiert werden oder wurde sogar gänzlich verboten. Auch in Deutschland wurde dieser Film indiziert. Eine öffentliche Bewerbung ist somit nicht mehr möglich. Manche, die den Film sahen, meinen allerdings, dass er gut sein soll. Ich würde euch nicht empfehlen, ihn anzugucken. Human Centipede 2. The Human Centipede 2 ist, was für ein Schocker, der Nachfolgeteil von The Human Centipede. In diesem Film geht es um einen Mann namens Martin, der besessen vom originalen Human Centipede ist. Der Film spielt also in einer Metaebene. Es ist ein Film über den Film. Dieser Martin plant, seine eigene Version des menschlichen Tausendfüßlers zu erschaffen und sucht sich dafür Opfer raus, die er entführt und auf grausame Weise quält. Der Grund, warum Human Centipede 2 tiefer am Eisberg ist als der Vorgänger, liegt vermutlich daran, dass viele der Meinung sind, dass dieser Film noch drastischere und kontroversere Szenen zeigt. Gewalt wird hier noch mehr in den Fokus des Filmes gezogen. Wer also Teil 1 schon schwer zu ertragen fand, sollte um Teil 2 vielleicht einen großen Bogen machen. Und ganz ehrlich, nach so viel Gewalt und Szenen von Menschen, die mit dem Mund an den Anus des Vordermannes angebracht sind, brauche ich einmal ganz kurz eine Pause und wasche mir meine Augen aus. Den Rest dieser Ebene übernimmt für mich ein sehr guter YouTuber, den viele von euch bestimmt kennen oder kennenlernen sollten. Er selbst liebt diese Eisberg-Videos. Also Kaiser, viel Spaß mit den Filmen, die ich dir rausgesucht habe, und wir hören uns gleich auf Ebene 4 dann wieder, Leute. Mit noch viel, viel schlimmeren Filmen. Ist das geil oder was? Ey, danke schön nochmal an Creepypasta Lunch, dass ich dabei sein darf für dem Eisberg-Video, dass ich mich hier ein bisschen verewigen darf, nur dass ihr es wisst. Ich werde hier das Skript von Chrissy the Twizzy werde ich hier verwenden und ein bisschen rein freestylen, um das ein bisschen creepy und auch erotisch zugleich zu gestalten. Und wir fangen direkt an mit Cannibal Holocaust. Bei dem Namen Cannibal Holocaust wird wahrscheinlich keiner von euch an einen schönen Film für die ganze Familie denken. Der Film stammt aus dem Jahr 1980 und es geht um eine Gruppe von Leuten, die in den Amazonas Regenwald steppt, um dort nach vermissten Dokumentarfilmern zu suchen. Diese vermisste Crew war losgezogen, um einen Stamm von Kannibalen zu filmen. Bei der Suche nach der verschwundenen Crew finden sie die Antworten auf ihre Fragen, gemeinsam mit etlich viel Videomaterial, das sehr verstörend ist, meine Freunde. Es geht hier um Gewalt gegen Menschen, aber auch Gewalt gegen Tiere. Nachdem der Film dann veröffentlicht wurde, waren sich so viele Leute sicher, dass die Tiere, die in den Videos vorgekommen sind, tatsächlich echte Tiere waren. Sogar so echt, dass der Filmregisseur anschließend vor Gericht gelandet ist und sich deswegen äußern musste. Es gab sogar Gerüchte, dass einige Schauspieler, die bei dem Film mitgemacht haben, beseitigt wurden. Aber das ist natürlich haltlos. Aufgrund von den grausamen und grafischen Szenen wurde der Film in einigen Ländern gar nicht erst ausgestrahlt oder zumindest sehr stark zensiert. Tetsuzo the Iron Man. Der nächste Film, Tetsuzo the Iron Man, ist tatsächlich gar kein Horrorfilm. Es geht um einen Cyberpunk-Film aus Japan aus dem Jahr 1989. Der Plot von dem Film ist mehr als nur interessant. Es geht um einen Mann, der einen Autounfall hat. Und nachdem er diesen Autounfall hat, bemerkt er, wie sich mit der Zeit immer mehr Körperteile von ihm in Metall verwandeln. Und nicht nur das, er fängt auch noch an zu halluzinieren und versteht die ganze Welt nicht mehr. Einige Szenen von dem Film sind relativ gore-lastig, muss man schon sagen, aber die meisten Leute feiern diesen Film. Also es gibt eine relativ große Community von Leuten, die wirklich Fan davon sind und vor allem Fan von dieser abstrakten Idee, so einen Film zu teilen. Aber das ist einer von den schau mich an. Glaubst du, das ist ein heftiger Beitrag in dem Eisberg oder was? Was glaubst du, was da noch auf dich zukommen wird? Ha? Da wird's heute richtig gruselig. Suicide Club. Suicide Club ist nicht zu verwechseln mit Suicide Squad. Das steht wirklich so in dem Skript drin. Es ist ein japanischer Film, mal wieder aus dem Jahr 2001. Es geht um eine Massen-Selbstmordwelle, die durch Tokio schwemmt. Von einer Schule gibt es 54 Mädchen, die vor den Zug springen, um sich das Leben zu nehmen. Natürlich weckt das irgendwann mal das Interesse der Polizei, zumal das auch nicht der einzige Vorfall war in ganz Tokio. Also da gibt es wirklich mehrere Sachen, die gleichzeitig abgehen. Und worauf die Polizei draufkommt, ist, dass es eine Webseite mit dem Namen Suicide Club gibt. Und wenn man auf diese Webseite geht, sieht man eingezeichnet die Selbstmorde von diesen Personen, von den Mädchen zum Beispiel aus der Schule, als rote und weiße Kreise eingezeichnet. Das Ganze geht aber noch ein bisschen tiefer und es ist wesentlich gruseliger, als die Polizei ursprünglich dachte. Der Film zeigt nämlich sehr düstere und gewaltvolle Darstellungen von Selbstmord. Und der Film generell ist sehr gesellschaftskritisch, kann man so nehmen, weil es gibt sehr viel Medienmanipulation, die hier im Spiel ist. Es ist ein relativ
gut ausgeklügelter Film, der sehr gut umgesetzt wurde, aber natürlich sehr traumatisierend sein kann. Das auf jeden Fall, aber es macht ihn auf jeden Fall sehr sehenswert. The House That Jack Built. Wer glaubt, dass alle Horrorfilme, die gruselig sind, auch alt sind, den kann ich beruhigen, meine Freunde. Es geht um einen Film namens The House That Jack Built. Er stammt aus dem Jahr 2018 und es geht um einen verstörenden Serienkiller namens Jack. Der Film an sich ist in 5 verschiedene Abschnitte eingeteilt, in denen er immer anders beleuchtet wird. Quasi die Lebensgeschichte von Jack wird halt in diesen 5 verschiedenen separaten Abschnitten erzählt. Dabei begeht Jack immer wieder grausame Morde und bringt diese gleichzeitig in Verbindung mit philosophischen und sehr, ich sag mal, kunstvollen Vorstellungen. Gerade diese sehr expliziten und sehr gewaltvollen Darstellungen von dem Film machen ihn zu einem sehr kritischen Film. Also gerade bei Release 2018 wurde der sehr schief beäugt. Aus meiner Sicht war das trotzdem ein sehr guter Film gewesen. Deswegen, falls ihr auf der Suche nach einem neueren Horrorfilm seid, der auch ein bisschen mehr Gewalt beinhaltet und sowas, da sollte sich The House of Jack Built auf jeden Fall in die engere Auswahl schneiden. Das war's an der Stelle von mir, meine Freunde. Vielen, vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein durfte. Nehmt einen fetten Schluck Mandelmilch und wir sehen uns dann bald wieder. Ciao, ciao. Ebene 4. So, da bin ich wieder. Mit den Filmen aus Ebene 3 aus dem Weg kommen wir nun in noch deutlich, deutlich düsterere Gebiete. Seid an dieser Stelle aber bitte einmal gewarnt. Die folgenden Filme sind wirklich nicht für jeden geeignet. Slow Torture Puke Chamber. Oh boy, Slow Torture Puke Chamber ist ein Horrorfilm aus dem Jahr 2010 und er gehört zur Vomit Gore Trilogie, was ein toller Name ist. Der Film zeigt eine Serie von gewalttätigen, sexuellen und absurden Szenen. Dieser Film zielt einzig und allein darauf ab, den Zuschauer so sehr zu verstören, wie nur irgendwie möglich. Im Film selbst geht es um eine Frau namens Angela, die von ihrem sadistischen Vater gefoltert wurde und nach ihrem Tod in die Hölle kommt. Dort geht sie einen Pakt mit dem Teufel ein. Sein Wunsch ist es, dass Angela auf die Erde zurückkehrt und finstere Dinge an einer anderen Angela durchführt. Ob man sich so einen Film ansehen will, muss wohl jeder für sich selbst entscheiden. Life and Death of a Porno Gang. Ein serbischer Horrorfilm aus dem Jahr 2009. Es geht um Marco, einen jungen Filmemacher, der Leute sucht und rekrutiert, die bei einer Serie von Hardcore-Pornos mitmachen. Dies will er, weil er von der Zensur seiner künstlerischen Arbeit frustriert ist und in der Vergangenheit mehrfach scheiterte, Filme erfolgreich zu produzieren. Daraufhin bekommt er die Idee, dass er etwas kreieren will, das über die Grenzen der Pornografie hinausgeht. Der Film zeigt ebenfalls viele explizite Szenen, vor allem sexueller Natur, aber in diesem Film geht es sehr viel um Kritik an Zensur von Kunst. Er ist also mehr als nur ein verstörender Film. August Underground. August Underground ist ein Found-Footage-Horrorfilm aus 2001. Es geht hierbei um das Paar Peter und Krusty, die einen schrecklichen Amoklauf durchführen und diesen dokumentieren. Alle grausamen Szenen werden von dem Paar mit ihrer eigenen Kamera aufgezeichnet, was dem ganzen fiktiven Film eine gruselige Realität gibt. Die brutalen Mordszenen werden dadurch noch deutlich grausamer, als sie ohnehin schon sind. Auch hier warfen viele dem Film eine krasse Grenzüberschreitung vor. Das Ganze war den Filmemachern aber allerdings egal, denn es gibt mittlerweile 2 Fortsetzungen. Snuff 102. Snuff 102 ist ein Horrorfilm aus Argentinien, der im Jahr 2007 veröffentlicht wurde. Es geht um eine Dokumentarfilmerin namens Angela, die sich den Untergrund von Buenos Aires genauer anschaut. Ihr Ziel ist es, dort eine besondere Gruppierung zu interviewen, die ziemlich brutale Dinge tun, ohne jetzt genauer den Film zu spoilern. Was Angela allerdings nicht weiß, ist, dass diese Leute nicht an einem Interview interessiert sind, sondern dass Angela zum neuen Opfer werden soll, das Teil eines neuen Snuff-Filmes wird. Die gesamte Flucht vor ihren Verfolgern wird auf der Kamera von der Filmcrew festgehalten und gibt diesem Film eine gewisse Realität. Bis heute wird Snuff 102 von vielen als einer der extremsten Horrorfilme überhaupt bezeichnet. Und auch er hat viel Zensur und Verbote erfahren. Allein auf der Hülle des Filmes wird gewarnt, dass es absolut verstörend und grausam ist. Man muss aber dazu sagen, ausgehend davon, dass dieser Film schon in Ebene 4 auftaucht, zeigt euch das, was für Filme hier noch kommen werden. Aber ja, man sieht grausame Szenen und viel Gewalt. Slaughtered Vomit Dolls. Ach boy, diese Namen. Glaubt mir, das wird nicht besser im Laufe des Eisberges. Slaughtered Vomit Dolls ist ein Film aus dem Jahr 2006 und ratet mal, wozu er gehört.
Genau, zur Vomit Gore Trilogie. Es geht um Angela Aberdeen, die traumatische Dinge in ihrer Kindheit erfahren hat, eine erfolglose Stripperin ist und an Bulimie leidet. Sie war mit 14 von zu Hause abgehauen, nachdem sie dort eine Kirche niedergebrannt hatte. Angela erlebt dabei, während sie abhaut, Visionen von ihrer Vergangenheit, in denen sie grausame Morde mit ansieht, bei denen sie scheinbar involviert war. Und so driftet sie in extrem selbstzerstörerisches Verhalten ab. Sehr, 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 sehr viele verstörende und blutige und gewalttätige Szenen folgen. Der Name sollte euch eigentlich schon davon abhalten, diesen Film anzugucken, aber ja, auch dieser Film wurde oft zensiert und verboten. Viva la Muerte. Kommen wir mal wieder zu einem etwas älteren Film. Viva la Muerte ist ein französischer Film aus dem Jahr 1971. Viva la Muerte bedeutet so viel wie es lebe der Tod. Es geht hierbei um einen Jungen namens Fando, dessen Vater von der eigenen faschistischen Mutter angezeigt wird, ein Kommunist zu sein, weswegen er festgenommen wird. Fando macht sich auf die Suche, ihn zu retten und stellt sich dabei stets vor, was für grausame Dinge seinem Vater wohl angetan werden. Dieser Film bietet sowohl politische Satire, Kritik an Kriegen, als auch verstörende Szenen, die einem Kind angetan werden. Viele sehen diesen Film gespalten. Der Film wird häufig von Kritikern gelobt, aber die Szenen im Film werden meistens eher verabscheut. Nekromantik. Kommen wir mal zu einem deutschen Film, und ich wünschte, es wäre kein deutscher Film, aus dem Jahr 1987. Im Film geht es um Rob und Betty, ein Paar mit einer Vorliebe für Tod und Nekrophilie, sprich dem Verkehr mit Toten. Rob arbeitet in einem Reinigungsdienst, die sich auf die Beseitigung von Leichen spezialisiert haben. Und eines Tages entscheidet er sich, einen dieser Körper mit heimzunehmen, um ihn quasi als Geschenk seiner Frau zu geben. Was daraufhin folgt, ist eine Dreiecksbeziehung zwischen ihm, seiner Ehefrau und dem Körper. Eine Dreiecksbeziehung mit ganz viel Eifersucht zwischen dem Mann und seiner Frau. Ich denke, ich brauche euch nicht beschreiben, was für Szenen man in diesem Film sehen kann und warum er so extrem kontrovers ist. Ihr könnt es euch bestimmt denken oder denkt besser einfach nicht daran. Melancholie der Engel. Von einem deutschen Film zum nächsten. Melancholie der Engel ist ein Exploitation-Horrorfilm aus 2009. Es geht um eine Gruppe aus 6 Personen, die sich, nachdem sie sich auf einem Rummel kennengelernt haben, entscheiden, in ein abgelegenes Gehöft zu gehen. Während sie dort sind, entscheiden sie sich, illegale Substanzen zu sich zu nehmen, und eine der Personen, eine Frau namens Clarissa, die auf einem Rollstuhl angewiesen ist, wird in einem Kellerraum eingesperrt, misshandelt und ermordet. Die grausamen Taten mit verstörendem Bildmaterial gehen auch danach noch weiter. Dies ist kein Film für schwache Nerven. Guinea Pig. Guinea Pig ist eine Horrorfilmreihe, die aus mehreren Einzelfilmen besteht. Die ersten beiden sind Devil's Experiment aus 1985 und Flower of Flesh and Blood aus dem gleichen Jahr. Grundsätzlich geht es in den Filmen zusammengefasst um die Darstellung von realistischer Gewalt in Bezug auf Folter und medizinische Experimente. Als der Film Flower of Flesh and Blood rauskam, gab es angeblich Gerüchte, dass es sich dabei nicht um einen Film handelte, sondern um ein echtes Video, das echte brutale Szenen zeigt. Als die Filme erschienen waren, waren sie in Japan sehr beliebt gewesen und wurden sehr oft verkauft. In anderen Ländern, wie hier in Deutschland, wurden viele der Filme aufgrund der Gewaltverherrlichung beschlagnahmt. Andere der Reihe sind lediglich indiziert. Where the Dead Go to Die. Where the Dead Go to Die ist ein US-Horror-Anime aus dem Jahr 2012, wobei Anime das Ganze vermutlich nicht ganz trifft. Das Bildmaterial sieht häufig eher aus wie ein Telltale-Game. Jedenfalls, der Film folgt 3 unabhängigen Geschichten, die alle durch eine Haupthandlung miteinander verbunden sind. Grundsätzlich folgt der Film den Charakteren Tommy, Ralph und Sophia. Kinder, die in der Nähe voneinander leben, während sie eines Tages einen dämonischen Hund finden. Dieser dämonische Hund fängt an, sie zu verfolgen und sie in seine höllische Welt mit hineinzuziehen. Diese Geschichten handeln von allem Möglichen, Missbrauch, Okkultismus und auch psychische Krankheiten. Dazu gibt es einige explizite Szenen, die Gore und Gewalt zeigen. Juvenile Crime. Über Juvenile Crime gab es relativ wenig Informationen online. Letztlich ist es ein japanischer Film aus dem Jahre 1997. Die Handlung spielt im November 1988, als 4 junge Männer eine junge Frau entführen und über mehrere Wochen hinweg in einem ihrer Häuser gefangen halten.
Als ich dies hörte, kam mir diese ganze Geschichte allerdings sehr bekannt vor. Ich recherchierte weiter nach und fand heraus, dass dieser Film die Geschichte des echten Mordfalles von Junko Furuta nacherzählt. Eine junge Frau, die ebenfalls entführt, gefoltert und am Ende einbetoniert wurde. Diese Szenen werden vermutlich auch auf grausame Weise im Film gezeigt. Philosophy of a Knife. Hierbei handelt es sich um einen russischen Horrorfilm aus dem Jahr 2008. Dieser Film erzählt die Geschichte der japanischen Armee, die während des Zweiten Weltkriegs grausame Menschenversuche an Gefangenen unternommen haben. Der Film enthüllt die schrecklichen Taten der japanischen Einheit 731, eine Einheit, die chinesische Dörfer überfiel und den Einwohnern die unterschiedlichsten Experimente antat. Der Film hält sich bei seiner Enthüllung nicht zurück und zeigt viele explizite Szenen im Detail. Aber es geht hauptsächlich in dem Film darum, Botschaft und Kritik gegenüber den Japanern oder den japanischen Machenschaften rüberzubringen. Regurgitated Sacrifice. Wie schön. Hier haben wir den dritten Film der Vomit Gore Trilogie. Ich habe mich schon gefragt, wo dieser Film bleibt. Dieser Film setzt die Geschichte von Angela Aberdeen fort, der weiterhin grausame Dinge passieren, während sie von den Geistern ihrer traumatischen Vergangenheit eingeholt wird. Wer braucht schon Trilogien wie Der Herr der Ringe? Wenn mich in Zukunft jemand fragt, was meine liebste Trilogie ist, dann erzähle ich allen von der guten alten Vomit Gore Trilogie. Ebene 5. Willkommen in Ebene 5 und glaubt mir, eben hatten wir schon dutzende grausame Filme und jetzt werden wir noch schlimmer, noch grausamer und noch verstörender. Und wir haben noch einige Ebenen hier nach vor uns. Oh Gott. Woman's Flesh, My Red Gut. Dieser Film wurde von Tamakichi Anaru gemacht und im Film geht es um Frauen, die gezeigt werden, wie sie sich selbst ihr Leben nehmen. Den zentralen Punkt bildet hier eine Frau, die in Depressionen versinkt, nachdem ihr Ehemann sich von ihr trennt, weil er sich in eine andere verliebt hat. Aus diesen Depressionen heraus fängt sie an, sich selbst zu verletzen und treibt die Selbstzerstörung immer und immer weiter voran. Es handelt sich erneut um einen Film, der sich dem Folter-Genre zugeordnet sieht. Dieser Film zeigt die brutalen Szenen in einem VHS-Style und das Gesehene wird dadurch nochmal realistischer. Es handelt sich hierbei aber auch um einen relativ kurzen Film, der nur 50 Minuten lang ist. Ostermontag. Ostermontag ist ein Film von Heiko Flipper aus dem Jahr 1991. Es geht hierbei um einen Mann, der sich in eine Frau verliebt und daraufhin sie und ihre Stiefschwester zusammen mit einigen anderen Personen entführt, foltert, missbraucht und ermordet. Sehr blutige und brutale Szenen zeigt dieser Film. Er ist definitiv in dieser Ebene gut passend. Girl Hell 1999. Der Horrorfilm Girl Hell 1999 handelt von einer 17-jährigen Schülerin namens Misaki. Diese junge Frau geht nach der Schule eine Obdachlose besuchen, um ihr Essen zu bringen. Diese Obdachlose hat eine psychische Krankheit und hält so zum Beispiel eine Puppe für ihr eigenes Kind. Der wahre Horror beginnt aber erst immer dann, wenn Misaki nach Hause fährt. Denn sobald sie zu Hause ankommt, wird sie mit dem grauenhaften Alltag ihres Lebens in Kontakt gesetzt. Erneut ein Film mit sehr gore-lastigen Szenen, der aber im Vergleich zu vielen anderen Filmen aus diesem Eisberg eine recht gute Bewertung bekommt. Da er nicht nur versucht, schockierend und blutig zu sein, sondern auch eine recht kunstvolle Story mit unterbringt. Mai-chan's Daily Life – The Movie. Mai-chan's Daily Life ist eine Filmadaption des gleichnamigen Mangas. Dieser Film wurde 2014 veröffentlicht und es geht um ein Dienstmädchen, welches von ihrer sadistischen Herrin misshandelt und missbraucht wird. Neben Gewalt erkundet der Film auch Themen wie Nekrophilie und Kannibalismus. Aufgrund vieler brutaler Szenen und dieser Thematik hatten viele den Film als eine Verletzung der Grenzen der Filmkunst gesehen und er ist bis heute sehr kritisch angesehen. Eccentric Psycho Cinema. Zu diesem Film konnte ich relativ wenig Informationen finden. Was ich finden konnte ist, dass dieser Film aus dem Jahr 1998 stammt und es geht um einen Mann, der eine Frau namens Noriko Kamimura missbraucht und umbringt und daraufhin anfängt, ihre Geschlechtsorgane aus ihrem Körper zu entnehmen, um diese dann in Flaschen zu konservieren und als Souvenirs auszustellen. Mehr Infos kann ich euch leider nicht geben, aber ich denke, mehr Infos sind auch gar nicht unbedingt nötig. Tumbling Doll of Flesh. Jetzt driften wir aus der normalen Splatter-Horror-Szene ab in die pornografische Splatter-Szene.
Tumbling Doll of Flesh aus dem Jahr 1998 ist ein japanischer Pinku Aiga-Film, also ein pornografischer Film. Die Story handelt von zwei Personen, eine Frau namens Kana und einen Mann namens Kiko, die in einem Amateurfilm von zwei Männern mitspielen. Als Kana die Dinge, die sie tun muss, nicht mehr machen möchte, da sie ihr zu viel werden, versucht sie zu fliehen, wird aber von den Männern überwältigt, gefesselt und missbraucht. Was folgt, sind unfassbar verstörende Szenen, die ich nicht mal ansatzweise hier beschreiben möchte. Sagen wir es so, der Film setzt die Story nicht in den Vordergrund, sondern eher die Brutalität. Viele, die den Film sahen, beschrieben ihn als extrem provokant und als pure Perversion. The Necrophiles. Bei dem 1997 erschienenen Horrorfilm The Necrophiles handelt es sich um eine Horrorkomödie, in der es um Zombies geht. Und was machen Zombies aus? Verfaulte Haut, gruselige Geräusche, Hunger nach Gehirn und ein sehr hoher Sexualtrieb. Zumindest laut diesem Film. Es geht nämlich letztendlich um einen Zombie, der versucht mit Menschen zu schlafen, weil er horny ist. Die New York Times sagte zu diesem Film, ein Gore-Trash-Fest, das man nur mit eisernem Magen sehen sollte. The Gateway Meat. In diesem sehr blutigen Splatter geht es um Marcus, seine Frau und die 7-jährige Tochter. Sie führen einen recht normalen, harmlosen Alltag, aber folgen alle dem Satan persönlich. Aufgrund ihrer Sekte jagen und töten sie Opfer auf brutale Art und Weise und haben dabei viel Spaß. Doch irgendwann gerät ihr Leben völlig außer Kontrolle. Es ist letztlich ein ziemlich blutiger Film aus 2008, doch im Vergleich zu anderen Filmen dieser Liste ist er nicht sonderlich besonders. The Taming of Rebecca. Wenig Informationen waren zu diesem Film zu finden. Es geht aber um ein Schulmädchen, die von zu Hause flieht, weil ihr Vater sie misshandelt. Während sie aber denkt, nun in Sicherheit zu sein, bemerkt sie, dass grausamere Dinge immer noch auf sie warten. Die schlimmen Dinge passieren erst, als sie in eine Schule für davongelaufene Kinder flüchtet, um dort Schutz zu finden. Was dann dort passiert, ist allerdings brutal und viel sexualitätsgetrieben. Die Protagonistin wird so zum Beispiel von einer Erotikdarstellerin verkörpert. Ihr könnt euch also vorstellen, um was sich dieser Film hauptsächlich dreht. Ebene 6. Hat jeder von euch noch seinen Mageninhalt im Magen? Ja? Sehr gut. Dann schnallt euch an und wir gehen weiter zur nächsten düsteren Ebene. Zeit für neue verstörende Filme. Traces of Death. Als nächstes haben wir einen Film aus dem Jahr 1993, der aus unterschiedlichsten Stock-Footage-Szenen besteht, die alle den Tod und reale Gewaltszenen zeigen. Wir haben es also jetzt nicht mehr mit Fiktion zu tun, sondern mit echter, brutaler Gewalt. Es gibt Szenen, wie Leute vom Pferd fallen und sich verletzen, wie Motorräder crashen und wie Leute angeblich von Löwen gefressen werden oder auch einen Unfall beim Fallschirmspringen. Dieser Film ist nicht wirklich ein Film, es ist mehr eine kleine Clipshow. Faces of Death. Ach wie schön, schon wieder so ein Film. Faces of Death aus dem Jahr 1978 ist ein dokumentationsähnlicher Film, der dem Pathologen Francis B. Gress folgt. Dem Zuschauer werden im Laufe des Filmes viele Aufnahmen von grausamen Todesszenen gezeigt. Zwar sind einige der gezeigten Szenen nicht echt und lediglich gestellt worden, die meisten zeigen aber echten Gore, ähnlich wie bei Traces of Death. Im Vergleich kann man diesen Film noch eher als Film bezeichnen, ihn angucken würde ich aber nicht empfehlen. Junk Films. Junk Films aus dem Jahre 2008 handelt von einer Kurzdokumentation, die sich der philosophischen Frage stellt, was ist die Bedeutung von Leben und Tod? Was nun erstmal interessant klingt, verliert schnell an Bedeutung, da diese Fragestellung mit Aufnahmen von Gore und Gewalt beantwortet wird. Ich habe euch ja gesagt, dass es grausam wird. Es sind wieder einfach nur grausame, gewalttätige Szenen. Africa Addio. Africa Addio ist ein italienischer Dokumentarfilm aus dem Jahre 1966. Es geht in dem Film um die Dekolonisation von Ostafrika, besonders der Mau-Mau-Krieg in Kenia und der Völkermord an arabischen Sansibaris bei der Revolution von Sansibar wird in den Fokus der Dokumentation gesetzt. Der Film zeigt zudem Plünderung und auch Hinrichtung. Viele werfen dem Film nicht nur eine verherrlichende Gewaltdarstellung vor, sondern auch Rassismus. So sagte der Filmkritiker Roger Ebert, dass es sich bei Africa Addio um einen brutalen, unehrlichen und rassistischen Film handelt, der einen ganzen Kontinent und den menschlichen Geist verleumdet.
Roscoe Zambalma. Der spanische Film aus dem Jahre 2001, Roscoe Zambalma, zeigt in extrem grafischem Detail, wie eine Leiche konserviert wird. Es geht hierbei um den Konservierer Fräulein Orozco Duarte, der in einer von Verbrechen heimgesuchten Gegend von Bogota lebt und arbeitet. Da der Film so drastisch die Verarbeitung einer Leiche zeigt, ist es definitiv nichts für schwache Nerven. Black Metal Veins. Der im Jahr 2012 erschienene Dokumentarfilm Black Metal Veins wurde von Lucifer Valentine erschaffen. Dieser Name sagt euch zwar nichts, aber vielleicht werdet ihr einige seiner vorherigen Werke kennen. Denn er ist verantwortlich für die Vomit-Gore-Trilogie. Ich dachte, wir hätten das hinter uns. Man muss aber sagen, dass in dieser Dokumentation alles etwas anders ist. Es geht nicht einfach nur um das Zeigen von brutalen Szenen, Blut und Gewalt, sondern es soll auch die Gefahren von Drogen auf dem menschlichen Körper in einem ernsten Detail präsentieren. So sehen wir zum Beispiel den Verfall von Abhängigen, die alle möglichen Substanzen zu sich nehmen. Glaubt mir, der Film ist brutal und er ist real, aber man könnte vielleicht streiten, ob er noch einen Mehrwert hat. The Dark Side of Porn. Kommen wir zum nächsten Dokumentarfilm oder besser gesagt einer Dokumentarreihe. The Dark Side of Porn kommt aus Großbritannien und es geht kritisch um die Erotikfilmbranche. Ich muss aber sagen, soweit wie ich es herausfinden konnte, haben wir es hierbei mit einer echten, normalen Dokumentation zu tun. Sicher werden sexuelle Dinge gezeigt, aber wirklich verstörend, zumindest nach meiner Recherche, ist dieser Film nicht. Er zeigt nur auf, wie schrecklich diese Industrie wirklich ist. Buried in the Sand. Buried in the Sand ist ein amerikanischer Propagandafilm aus 2004. Ich denke, so kann man ihn gut zusammenfassen. Der Film zeigt im krassen Detail brutale Dinge, die irakische Menschen anderen Leuten, meist Amerikanern, angetan haben. Der Sinn hinter dieser gerichteten Dokumentation ist es, den Eingriff der USA im Irak zu legitimieren. Indem man den Zuschauern mit klar gewählten Szenen schockiert und das Gefühl gibt, alles was Amerika tut wäre richtig, hoffen die Macher des Filmes dafür, dass die Leute anfangen, den Krieg im Irak zu unterstützen. Death File Red. Death File Red gehört zu einer ganzen Reihe an recht beliebten japanischen Schockfilmen. Erschienen ist der Streifen im Jahr 1994 und es ist eine Aneinanderreihung von Videoclips, in denen brutale Gore-Szenen gezeigt werden. Währenddessen ist ein Mann im Hintergrund zu hören, der als Erzähler dient. Aber anstelle eine Story oder so zu berichten, beschreibt er einfach nur ganz genau, was gerade passiert. Warum er das tut, weiß ich nicht. Welchen Mehrwert der Film hat, weiß ich nicht. Er hat keine Story, er soll nur schocken. Diese Art von Film war früher in Japan unfassbar beliebt gewesen. Mondo Cain. Ein weiterer Dokumentarfilm, und dieses Mal ein italienischer aus dem Jahr 1962, ist der Film Mondo Cain. In dem Film werden Szenen aus aller Welt gezeigt, die den Zuschauer auf zwei Arten treffen sollen. Einerseits sollen sie sehr schockierend sein und andererseits sollen sie unterhalten. Im Zentrum des Filmes steht der brutale Umgang mit Tieren. Zudem sieht man Rituale und Schlachtung. Laut Wikipedia wird an einer Stelle auch, ohne jeglichen Grund, eine Szene aus Deutschland gezeigt, in der man stark betrunkene Menschen auf der Reeperbahn in Hamburg sieht. Fragt mich einfach nicht, warum. Banned from Television. Banned from Television ist eine, na, wer kann's erraten? Genau, schockierende Dokumentation aus dem Jahr 1998. Machen wir es kurz. Folgende schockierende Szenen ohne Story sind zu sehen. Polizeieinsätze, Tierangriffe, Exekution, Unfälle und. Es gibt so viele Filme dieser Art. Aquivos da Morte Saga. An dieser Stelle bin ich ein wenig verwirrt. Erinnert ihr euch noch an die Schockdokumentation Death File Red? Nun ja, dieser Eintrag ist genau das gleiche. Es ist eine brasilianische Firma, die die Rechte an den Death File Film gekauft hat und sie unter neuem Namen in einer anderen Reihenfolge veröffentlichte. So habe ich es zumindest herausgefunden. Also ja, erneut random aneinandergeschnittene Szenen von brutalen Dingen, die echt passiert sind. Lassen wir diese Ebene mal ganz, ganz schnell hinter uns. Ebene 7. Na? Habt ihr gedacht, es wird besser? Oh nein, 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 nein. Es gibt keinen Weg zurück von hier.
So funktioniert dieser Eisberg einfach nicht. Lasst uns einfach loslegen. Death to Kufar. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Death to Kufar ist ein 17-minütiger Film, in dem Leute geköpft werden. Machen wir schnell weiter. Guzumilk 1 bis 4. Ich kann das langsam nicht mehr. Guzumilk ist ein weiterer Film mit einigen verstörenden Fetischszenen. So gibt es zum Beispiel eine Szene, die den Film sehr gut beschreibt und recht zentral ist, wo eine Frau nackt am Boden liegt und mehrere Personen um sie herum angeordnet sind, die durch ihren Rektalausgang mit Milch auf sie schießen. Ja, ich weiß auch nicht warum. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich weiß nicht, warum da Milch in ihnen drin ist. Ich weiß nicht, warum sie das tun. Ich will es auch ehrlich gesagt nicht wissen. UNKB 002. Der Name UNKB steht für The Urinal Woman. Es ist ein Fäkalien-Fetischfilm, bei dem eine Frau angepinkelt wird. In keiner Welt wird dieses Video von mir monetarisiert werden. Channel 309. Ich konnte gar nicht so viel dazu finden. Dieser Film kam im Jahr 2015 in Italien raus und das Einzige, was ich zu dem Film sagen kann, schreibt der Film über sich selbst. Der Film selber sagt über sich, noch perverser als je zuvor. Bereits die vorherigen Teile wurden von allen großen Festivals und Kritikern abgelehnt. Ich kann euch aber leider nicht genau sagen, worum es in dem Film geht. Vomit Enema Ecstasy 1 und 2. Oh Gott, diese Namen immer. Mama, Mama, was für einen Film gucken wir heute? Oh, Schatz, ich war in der Videothek. Dieser Film sah nett aus. Er heißt Vomit Enema Ecstasy 2. Mit einer genauen Beschreibung des Films muss ich leider wieder enttäuschen. Alles, was ich herausfinden konnte, war, dass es sich hierbei um einen Fetisch-Gore-Porno handelt. Viel Erbrechen, viel Schmerzen, das Übliche für diesen Eisberg. Ihr müsst wissen, die meisten Filme in den tieferen Ebenen sind nicht so einfach online zu finden. Sie sind selten diskutiert und meist sehr merkwürdig. Daher sind die Informationen spärlich. KT-Trilogie. KT ist eine japanisch-südkoreanische Filmreihe aus dem Jahr 2002. Es basiert auf der Entführung von Kim Dae-jung durch Agenten von Park Chung-hee im August 1973. Das KT im Film steht hierbei für die Abkürzung Killing the Target. Die Handlung fokussiert sich auf Masuo Tomita, der bei der Entführung Kims mitgeholfen hat. Dieser war nämlich in Tokio im Exil und sollte wieder zurück nach Südkorea gebracht werden. Den Bildern nach zu urteilen, gibt es auch hier einige grausame Szenen, aber soweit ich es herausgefunden habe, gibt es nichts, was diese Platzierung so weit unten rechtfertigt. Aber ich denke mal, der Film wird nicht einfach so hier unten sein, deswegen werde ich mich wohl irren. Sadie Scream Volume 1 bis 5. Die Sadie Scream Filme handeln von Frauen, die von Männern gefoltert und gequält werden. Und dies stets mit einem grotesken sexuellen Unterton. Alle Filme wurden im gleichen Jahr produziert und wer hier jetzt eine tiefgründige Story sucht, der liegt weit, weit, weit daneben. Es ist nur ein weiterer Folter-Fetischfilm. The Motel Files and Other Random Cuts. Machen wir es kurz. Fetisch-Folterkram. Degradierung von Frauen, brutale Szenen, mehr nicht. No Vaseline, The Great Porn Swindle. Wer bei diesem Titel eine Dokumentation über die Erotikbranche erwartet, der liegt absolut falsch. Es ist ein weiterer Fetisch-Folter-Film. Sehr brutal, sehr pervers, gehen wir weiter. Squirmfest. Wisst ihr was? Ich lese euch einfach die Beschreibung des Filmes vor, die ein Fan im Internet unter dem Film geschrieben hat. Zuerst isst er einen Teller mit Nudeln und Würmern, bevor er zum Klavierspielen übergeht. Sobald er zum Spielen beginnt, bekommt er einen guten Einlauf und verteilt ihn auf dem ganzen Boden. Dann wird er gezwungen, es zu essen. Aber es kommt noch schlimmer. Es wird eine Reihe von Einläufen gezeigt, bevor es zum großen Finale kommt. Er muss eine riesige Kakerlake, Würmer, Maden und seinen eigenen Urin in einen Mixer tun, das Ganze mischen und dann trinken. Wenn dir von diesem Film nicht schlecht wird, bist du kein Mensch. Ich denke, dieser Aussage ist nichts mehr hinzuzufügen. Kuso Limitless. Kuso ist ein recht neuer Film aus dem Jahr 2018. Es handelt sich dabei um einen Body-Horror-Film. Die Handlung ist wie folgt. Kuso zeigt mutierte Überlebende eines Erdbebens, das Los Angeles zerstört hat.
Es wird in unterschiedlichen Szenen über das Erdbeben berichtet. Im Film selbst kommen dann einige surreale, teilweise animierte Szenen, in denen starker Body-Horror gezeigt wird, sprich Gore und Co. Bei der Premiere des Films verließen viele Leute kopfschüttelnd den Filmsaal. Aber ehrlich gesagt glaube ich, ist dieser Film weniger schlimm als so manch anderer dieser Liste. Genki Genki 18, 19 und 21. Eine Frau wird mit einem Fisch und mit lebenden Fröschen missbraucht. Das reicht, mehr sag ich nicht. Missbrauch von Menschen und Missbrauch von Tieren, darum geht's in Genki Genki. Es gibt häufig Gerüchte, dass Filme aus diesem Eisberg illegal sind, dass man sie nicht anschauen darf. Soweit ich aber herausgefunden habe, stimmt das nicht. Während die Filme der unteren Ebenen absolut nicht angeschaut werden sollten, da sie keinerlei Mehrwert bieten, sind sie, soweit ich weiß, legal. Aber das ist gerade nur meine Vermutung und kein Versprechen. Guckt sie am besten einfach nicht an. Ebene 8. Willkommen in der letzten Ebene des Eisberges. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Viel Spaß mit den schlimmsten Filmen überhaupt. Emoque sexuais deum cavallo. Ich habe das definitiv falsch ausgesprochen, aber dieser Film aus dem Jahre 1986 heißt übersetzt Sexuelle Gefühle eines Pferdes. Im Film geht es um Zoophilie, also Verkehr mit Tieren, hauptsächlich einem Pferd. Mehr gibt's nicht zu sagen. Was soll ich euch über die Story erzählen? Es gibt keine Story, es geht um Verkehr mit einem Pferd. Dieser Film hat übrigens eine 5,7 von 10 Sterne Bewertung auf IMDb. Ich frag mich, wer sich diesen Film anguckt und danach sich dachte, ja, war ganz okay. Snuff A73. Gut, ich konnte Gerüchte über diesen Film finden, aber nicht direkt den Film. Und das ist auch besser so. Über Snuff A73 gibt es sehr viele Vermutungen, dass er illegal ist. Und zwar, weil er nicht nur echte Gore-Szenen, sondern auch echte Missbrauchsszenen zeigt. Ich führe das Ganze mal nicht weiter aus. Ich würde euch allein aus rechtlichen Gründen empfehlen, diesen Film nicht zu suchen. Registros Fatais 3. Und wir machen weiter mit einem Film, der einfach nur grausame Szenen zeigt, die aneinandergereiht wurden. Verstümmelung, Köpfung und andere grausame Dinge werden in diesem Film Menschen angetan. Auch gibt es eine Szene aus einem Schlachthaus für Kamele. Ich habe online gelesen, dass dieser Film angeblich Kindern gezeigt wurde, um ihnen den Horror von Tierquälerei zu zeigen. Ich sage es ganz ehrlich, kein Kind auf der Welt sollte auch nur in die Nähe dieses Filmes kommen. Most Disturbed Person on Planet Earth 1-3. Ein weiteres Schock-Video-Mixtape. Eine Aneinanderreihung von verstörenden Gore-Videos aus dem Internet. Nichts Besonderes, nichts, was wir nicht schon hatten, nächster Film. Fetus Munchers Volume 1 und 2. Ich habe online die Hülle des Filmes Fetus Muncher 1 und 2, das Mixtape, gefunden. Ich möchte euch einmal kurz sagen, dass auf der Hülle steht, dass dies die Sick and Twisted Fuck Edition ist. Im Internet gibt es einige Gerüchte, dass eine angebliche Cheese-Pizza-Szene in diesem Film vorkommt und ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist, ich glaube CP steht hierbei für was anderes, aber soweit ich herausfinden konnte, ist es einfach eine weitere Aneinanderreihung von Gore-Videos. Ich weiß, ich höre mich gerade wie eine hängengebliebene Schallplatte an, aber gebt dem Eisberg die Schuld, dass so viele Aneinanderreihungen hier einfach nur sind. Ich kann da nichts dafür. FUBAR oder Fubar. Es gibt drei Filme, die Fubar heißen. Film 1, ein normaler Film mit Arnold Schwarzenegger, der ist vermutlich hier nicht gemeint. Film 2, eine Gruppe von Freunden macht einen Ausflug während eines Zombie-Warnungstests, dabei töten sie als Zombies verkleidete Menschen. Es gibt einige blutige Szenen, aber nichts Besonderes. Und Film 3, und dies ist vermutlich der gemeinte Film, Fubar, der verbotene Film aus dem Jahr 2022. Dieser Film ist harmlos. Einige Szenen von Gebäuden, einem Mann in einer Pestdoktormaske und Naturaufnahmen mit einem seltsamen Filter. Es heißt, dass dieser Film angeblich in den tiefsten Tiefen des Darknets gefunden wurde, nachdem er mal verboten wurde. Dafür finde ich aber keinerlei Beweise. Ich glaube, Fubar ist einfach nur eine urbane Legende aus dem Internet und kein echter Film. Schließlich geht das aufgetauchte Video nur knapp 4 Minuten. Aughrish Collection. Da hatten wir gerade mal wieder ein bisschen etwas mit Inhalt, etwas worüber man reden kann und jetzt kommen wir direkt zur Aughrish Collection. Was soll ich euch sagen, Leute?
Ansammlung von Gore-Videos aus dem Internet, die aneinandergereiht wurden. Es gibt unzählige davon und sie haben auch immer noch mehrere Teile. Diese Filme, so schrecklich und verstörend sie sind, verkaufen sich scheinbar überraschend gut. Was ich euch sagen kann, ist, dass die Ogrish Collection vermutlich um das Jahr 2005 herum erschaffen wurde. Das sind alle wichtigen neuen Informationen, die ich euch leider geben kann. Porn Gore Volume 1 und 2. Der letzte Eintrag des Eisberges. Ich würde gerne auf einer besonderen Note hier enden. Stattdessen lasst es uns einfach gemeinsam sagen. Porn Gore Volume 1 und 2 ist eine Aneinanderreihung von Gore-Videos aus dem Internet mit der puren Intention, den Zuschauer zu schockieren. Es gibt keine Stories, die Videos sollen schlecht aneinander geschnitten sein, schlecht bearbeitet sein und ganz ehrlich, guckt es euch einfach nicht an. Es gibt da draußen so viele wirklich gute Horrorfilme und es gibt selbst gute Horrorfilme, die überhaupt nicht bekannt sind oder nicht groß bekannt sind. Also macht euch auf die Suche nach normalen Filmen und verschwendet nicht eure Zeit mit solchem Dreck. Es lohnt sich einfach nicht. Und das waren sie. Das waren alle verstörenden Filme aus diesem gruseligen Eisberg. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr guckt abseits der ersten Ebenen euch keinen dieser Filme an. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei was auch immer ich mache. Ich gehe mir jetzt die Augen ausreißen oder ich gucke meine liebste Trilogie. Bis dahin aber, tschüss.